Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo Combat Evolved. Na gut, probieren wir das Ganze nochmal. Ich glaube, ich tausche direkt mal aus. So. Ich frage mich halt, wie gut der Niedler gegen euch ist. Ich glaube, der geht sogar. Der vielleicht auch mal vier Wundbahnstellen treffen würde. Aber hier ist tatsächlich zu viel los und zu wenig Leben verfügbar. Das wird so nichts, glaube ich, mein liebes Spiel. Der Kollege hat sich wieder verzogen. Ihr seid halt auch noch ein ziemliches Problem. Wird einer weniger? Hast halt auch keine Chance auszuweichen. Ja, wir laden mal kurz nach. Okay, weiter drauf. Du zulegst dich halt selber, das wäre halt auch noch eine Idee, ne? Jawohl. Ich meine, die Munition kriegen wir einigermaßen, oder die Granaten kriegen wir wahrscheinlich wieder einigermaßen zurück. Yes. Gut, dann schauen wir mal. Das Schlimmste haben wir, glaube ich. Wenn ihr schön einzeln kommt, ist das ja auch ganz gut machbar alles, ne? Vor allem mit der Waffe hier, die ist schön akkurat.
Nee. Kein großer Freund von Niedler, muss ich echt sagen. So, das hat ein paar Anläufe gebraucht. Aber wir haben es geschafft. So. Weiter geht's. Wollen wir mal? Hi. So, sehr gut. Oh. Haben wir noch ein bisschen was an Nachschub da? Ist in Ordnung. Oh. Du warst sicher noch am Leben. Und du hast wahrscheinlich weniger Munition als die, auf die ich habe. Zumindest kann ich es nicht aufheben. Das ist halt ein bisschen vorsichtiger spielen. Na? Wo bist du? Da. Na komm. Wir doch noch mal. Hier scheint wieder gegnermäßig was zu warten. Aber wie gesagt, hier drin ist es doch schon ziemliches Level Recycling. Fest. Oh, noch einer von der Sorte. Wir können die einigermaßen stunnen. KI. Aha. Na gut. Leider hast du kein Leben bei dir. Hi. So, mal hierher kommt. Ah. Danke. Du Heilige. Viel. Widerstand scheint stärker zu werden. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums sein. Ja, war jetzt schon nicht so ohne. Das stimmt. Wenn ich eine Superwaffe hätte. Mhm. Analyse. Das muss der Kontrollraum sein. Raffiniert.
Der Eingang befindet sich an der Spitze dieser Pyramide. Wenn Sie es darauf schaffen, dürften wir reinkommen. Na gut, da drin lag halt noch ein Raketenwerfer. So für Notfälle. Andererseits... Ja, komm. So, wer war das? Raketenwerfer-Dude? Oder war das eins vorher? Scheint so. Okay, dann müssen wir halt damit auskommen. Andererseits, wir können es ja hier nochmal versorgen. Aber ja, kaum haben wir Leben, ist es wieder weg. So schnell geht das. Dass wir die vielleicht mal loswerden. Einmal. Und Nummer zwei. Danke. Jetzt ein Sniper. Lass für den Panzer mal Panzer sein. Können mit der aktuellen Bewaffnung, glaube ich, eh nicht allzu viel reißen. Aber ich befürchte, wir müssen da runter, ne? So, Schilde bitte wieder aufladen. Hat nicht ganz gereicht, mich zu erledigen, alles klar. Ja, ich glaube, das Spiel möchte mir sagen, dass ich mehr Granaten einsetzen sollte. Lässt irgendwie jeder zweite Gegner, lässt ja welche fallen. Ne? Allerdings brauchen die halt auch so lang, bis sie explodieren. Naja, sind die jetzt auch nicht immer so nützlich. Da hätte ich halt mehr Waffen, die auf Fernkampf ausgelegt sind. Oder überhaupt mal welche. Oh ja, ich denke, hier wird es erstmal stressig genug werden. Geht auch noch was ab. So, Überraschung.
weiter geht's. Wir eine Runde verstecken. Ja, hab dich, du bist. Okay, da kamen wir rein. Oh, nee. Ich dachte, sag gerade, als würde noch einer so im Schild stehen, aber das sehe ich nur Levelarchitektur. In Ordnung. Leider nichts hier drum zum, oben zum Nachladen. Stimmt, Aufzug hatten wir jetzt auch länger nicht mehr. Nachtigall, ich höre dir Traps. Die scheinen all da drin zu sein. Jawohl, ja. Der hat ja nie wieder was kaputt gemacht. Recht. Falsch mitten auf die Karte geguckt, aber ich denke, das war's, oder? Wer möchte denn nochmal? Noch irgendjemand hier? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Laut Pfeilen sollen wir hier hinter, oder? Gut, haben wir wieder eine Brücke? Oder noch einen Raum? Der Eingang des Kontrollzentrums befindet sich auf der Spitze der Pyramide, also hoch. Wir sollten uns einen dieser Ghosts schnappen. Wir werden die Feuerkraft brauchen. Alles klar? Irgendwie auch 20 Schüsse brauchen, um so einen normalen Gegner zu erledigen. Quatsch. Was zumindest etwas besser, als das Ganze jetzt mit den eigenen Waffen zu machen. Komm du mir nicht auf den Gedanken, Kollege. Gerade gehst du doch immer mal kaputt. Ob wir hier mit der Beweglichkeit ein bisschen was reißen können. Ja, können wir tatsächlich. Oh. Okay. Gut, dass da hinten noch einer ist.
So, hab gar nicht drauf geachtet. Na gut, aber das gehen wir dann in der nächsten Runde mal an. Ich bleibe fürs Zuschauen, auf ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.